nur die Grillen zirpen an diesem Mittag in dem kleinen Dorf Ben Biang Hom am nördlichsten Rande Thailands. Hier, in diesem 300 Einwohner-Nest, hoffte die Familie des in der Tham Luang-Höhle eingeschlossenen Fußballers Thua Apat Somphingyai, 16, seit 17 Tagen auf die gesunde Rückkehr ihres geliebten Kindes. Am Dienstag dann die Meldung, alle Kinder sind frei. Bild in Pier Abads Heimatdorf, was seine Oma von den Eltern erfuhr, die ihr Kind bereits sehen durften, und was seine Mitschüler sich jetzt wünschen, lesen Sie mit Bild Plus.